fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Servus, liebe Shisha-Freunde, und willkommen zum nächsten Video. Ja, heute gibt's mal wieder was Neues bei mir, und zwar den Nameless Pink Lady in der White Edition. Die White Edition ist ja jetzt neu von Nameless. Das sind die ganzen Geschmäcker quasi nur mit einer Mentholnote noch dazu. Ja, und da habe ich von Nameless eine Dose zum Vorstellen bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, dann kommen wir wie immer erstmal zur Dose. Ich zeige euch die mal kurz. Ja, und so sieht das Ganze aus. Also schlichte, runde Dose eigentlich. So, ja. Oben nichts drauf. An der Seite Nameless Pink Lady. Ein kleines Bild und ein riesen Warnhinweis. Irgendwie mal andersrum, weil sonst ist immer nur so ein kleiner Warnhinweis und sonst alles mit Bildern vollgeklatscht. Ist auch ganz interessant. Der Preis ist 13,50 Euro pro 200 Gramm oder für 200 Gramm. Ich habe den hier leider abgerupft, das sieht man jetzt nicht mehr. Das müsste man jetzt glauben oder könnt ihr auch nachschauen im Internet. So ist es ja nicht. Ja, in der Dose habt ihr dann nochmal so einen kleinen Plastikverschluss, den... Ja, okay, jetzt ging es leicht, sonst tue ich mich immer schwerer. In der Dose habt ihr dann, wenn ihr ihn neu kauft, das Ganze nochmal in einer Plastiktüte verpackt. Und so schaut es dann ausgepackt aus. Der Schnitt ist, ja, ein mittlerer Schnitt. Jetzt habe ich hier nichts da. So, jetzt habe ich mir mein Stäbchen geholt. Also der Schnitt ist so ein mittlerer Schnitt, aber es sind sehr lange Blätter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt ein bisschen sieht. Aber für einen Tonkopf oder KS-Apo geht es auf jeden Fall klar. Wenn ihr im Hotshot rauchen wollt, müsst ihr halt nochmal ein bisschen durchschnippeln. Also der Schnitt geht schon klar. Er könnte ein bisschen, naja, also die Blätter könnten ein bisschen kleiner sein, meiner Meinung nach. Aber es ist in Ordnung auf jeden Fall. Hier haben wir ein länglicheres Blatt. Da sieht man es vielleicht ein bisschen. Und so schauen die ungefähr alle aus. Aber Molasse ist sehr gut eingezogen. Ihr habt hier nicht viel am Boden. Ist aber gut für euch trotzdem. So, mal noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe jetzt beim Schneiden gerade gemerkt, ich habe die tolle Broschüre noch bekommen von Nameless auf der Messe. Und ich habe am Anfang gesagt, die White Edition sind die normalen Sorten mit einem Schuss Menthol dabei. Aber hier steht es ganz schön. Ausgewählte Nameless Sorten mit einem Schuss Eis. Ich sage auch später im Video nochmal, dass es kein richtiges Menthol ist, sondern einfach so eine Frische. Hat auch den Grund, dass es einfach eine Eisnote ist. Keine Mentholnote, sondern eine Eisnote. Das steht jetzt hier. Im Internet steht halt überall, zum Beispiel bei dem jetzt Grapefruit Menthol. Deswegen habe ich das so gesagt. Ich habe aber eben vergessen, dass ich diese tolle Broschüre hier hatte. Wie immer, wer mal will, kann hier Pause machen und sich die anschauen. Das sind die Sorten. Die ist ziemlich groß geraten. So schaut das Ganze aus. Hier geht es noch weiter. Genau, oben steht immer, was die Sorten sind und unten die einzelnen Sorten. Ich zeig's mal so. Also wen es interessiert, kann mal hier Pause drücken. Und ja, wie gesagt, sind Eissorten, also keine Mentholnote, sondern eine Eisnote. Ja, den Kopfbau blende ich euch wie immer kurz ein. Gebaut im KS-Apo mit Sieb, Brohut Kaminaufsatz und 3 Tom Kokocha. Normalen Kohlen, keine 26er. Die Black Kokos sind mir leider ausgegangen. Ich habe jetzt nur noch die 4 Kilo und das 1 Kilo fürs Gewinnspiel dabei. Unbedingt mal mitmachen und abonnieren, damit ihr auch die Auslosung natürlich mitkriegt. Das wäre sehr wichtig. Ja, und dann kommen wir mal zum Geruch von dem Ganzen. Das soll ja Grapefruit Menthol sein, also White Edition. Und dann schnuppern wir mal. Ja, der riecht auf jeden Fall eine spritzige Grapefruit raus, auf jeden Fall. Und so eine leichte Kühle. Also wenn ihr mal reinpustet mit der Nase, kommt euch die Kühle auch schön ein bisschen entgegen in die Augen. Brennt jetzt nicht oder so, ist einfach eine leichte, angenehme Frische. Ja, dann kommen wir wie immer zum Wichtigsten, den Geschmack. Ja, ich finde hier einfach 1:1 Geruch umgesetzt, Beschreibung umgesetzt. Also ihr habt hier einfach eine spritzige Grapefruit, wie im Geruch auch, und eine leichte Frische. Also Menthol finde ich jetzt einfach schon zu viel gesagt eigentlich, weil wenn ich Menthol lese, gehe ich von einer krassen Mentholnote aus, aber das ist hier einfach nur eine leichte Frische. Ich beschwere mich auch überhaupt nicht, ich mag es so sehr gerne. Zu viel Menthol mag ich auch nicht, also so ist es eigentlich perfekt, fruchtig und leicht frisch. Also genauso wie ich es gerne habe. Ich habe auf der Messe natürlich auch die anderen Sorten von Nameless durchgetestet und viele normale natürlich auch, nicht die White Edition. Und die waren mir jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu langweilig. Also ich brauche halt immer was Frisches dazu, ich habe es ja schon öfter gesagt, glaube ich.
Ja, und das habe ich hier eigentlich gefunden. Also ihr habt ja spritzige Grapefruit und eine frische dazu. Also ich finde es perfekt. Wer sowas mag wie ich, der ist hier sehr gut bedient. Zum Preis kann man jetzt auch nicht meckern. Also 13,50 Euro für 200 Gramm, das ist ja echt nicht viel. Also sagen wir es so. Also von mir geht da auf jeden Fall eine klare Probierempfehlung raus. Kaufempfehlung eigentlich auch. Ja, für den Preis kann man natürlich nichts sagen. Und ich finde es ein super Tabak. Gut umgesetzt. Passt. Ja, dann soll es wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich könnte euch ein bisschen weiterhelfen, weil die Sorte ist ja doch ein bisschen neu auf dem Markt. Und für die, die es vielleicht kaufen wollten, vielleicht konnte ich denen ein bisschen weiterhelfen. Und dann auf jeden Fall nicht vergessen, beim Gewinnspiel mitzumachen. Da gibt es Tabak und Kohle zu gewinnen. Mal ein bisschen runterschauen in den Videos. Da ist das 100 Abonnenten Spezial mit dem Gewinnspiel drin. Einfach unter dem Video kommentieren und dann seid ihr schon dabei. Ja, und dann sage ich wie immer, macht euch keinen Kopf, außer ihr qualmt. Und bis zum nächsten Mal. Servus! We'll be right back.